Ich möchte hier einmal zwei mögliche Einsatzszenarien von H5P auf ZUM Apps zeigen. Zunächst einmal suchen wir nach einer sprechenden App im Deutschunterricht, können das filtern und sehen hier schon verschiedenste Apps, die sich nutzen lassen, auch die Integration von Videos. Wir wollen an dieser Stelle aber eine App zeigen, die auf der zweiten Seite liegt. Hier ist die App Es war eine Mutter. Und das Grundprinzip ist ganz einfach. Ich kann an dieser Stelle als Schüler und Schülerin mir einen Satzteil anhören und anschließend bin ich aufgefordert, ihn hier einzutippen. Das ist zwar nicht dieselbe Übungsweise wie beim Diktat, aber dennoch muss der Schüler oder die Schülerin auf die richtige Schreibung achten und die KI wertet das dann anschließend aus. Alternativ möchte ich eine App für den Religionsunterricht suchen. Hier gehen wir nicht direkt über die Fächer, sondern über die Freitextsuche. In diesem Fall sollen bestimmte Aussagen überprüft werden. Die SchülerInnen übernehmen Aufgaben, die von allen als sinn- und bedeutungsvoll wahrgenommen werden. Das nennt man möglicherweise Engagement außerhalb der Schule. Und wir können das überprüfen und sehen, nein, das war es nicht. Und eine der schönen Varianten ist hier eben, dass man die App wiederholen kann oder sich die Lösung anzeigen lassen kann. Ich überlege also nochmal, und was bedeutet das? Wir sehen, die Aufgaben werden umsortiert. Ich glaube, was sinn- und bedeutungsvoll ist und Aufgaben, vielleicht ist das realer Bedarf. Und natürlich kann das für Schülerinnen und Schüler zu Klicken verführen, aber umgekehrt kann man das eben auch schön einsetzen, um sich selbst zu überprüfen, auch hier bei ZUM-Apps. Ist das eine wunderbare Option. Gleichzeitig können die SchülerInnen schauen, welche Aufgaben als nächstes dran sind. Und wenn sie vielleicht nicht wissen, was das LDE-Vorhaben tatsächlich nochmal war, können sie auch probieren, ob sie die anderen Aufgaben hier besser zuordnen. Und hier sehen wir dann auch, das Lernen durch Engagement ist Teil des Unterrichts und wird mit Unterrichtsinhalten verknüpft. Und das nennen wir curriculare Anwendung. Richtig. So lassen sich verschiedenste Möglichkeiten finden, um ZUM-Apps sinnvoll im Unterricht einzusetzen.